Yo Leute, Dero ist am Start und herzlich willkommen zum großen Preis hier in Singapur. Ja, jetzt sind wir am Renntag, wieder mit einem Tag Verspätung. Ja, es ist echt nicht mehr normal. Ja, aber da sind wir jetzt, das Rennen, Qualifikation erfolgreich. Ja, wie so oft in dieser Saison, ich weiß gar nicht generell, wie oft stehen wir auf der Pole Position. Wir können das ganze Jahr mal nach dem Rennen nachschauen. In unserer Zentrale, glaube ich, da kann man ja alle möglichen Sachen über sich nachschauen. Und ja, gucken wir einmal kurz auf den direkten Vergleich. Da steht es nämlich 5:0 für uns. Wir haben ihn 12-mal im Rennen besiegt. Ernst hingegen nur einmal, haben 9 Podien. Er nur eins, und das weiß ich auch sogar, wo das war, nämlich am Red Bull Ring. Ja, wir haben fast jedes Quali gewonnen, bis auf 4, davon 10 gingen an uns. 11 schnellste Runden, da hat er 2 WM-Punkte, da haben wir mehr als doppelt so viel. Nämlich er hat 55, wir mit 230. Ja, so, ich würde sagen, wir gehen ins Rennen. Wir gehen nach 6 Runden in die Box. Das Rennen geht 15 Runden, das heißt, ja, nach einem guten Drittel gehen wir in die Box. Ne? Weil 15 Runden, 15, 15, ein Drittel. So, also, raus geht es auf die Strecke. Ich bin gespannt, wie der Rennstart ablaufen wird. Wir stehen, glaube ich, auf der sauberen Seite als Führender. Also, es ist ja immer ganz unterschiedlich, ob man links oder rechts steht, je nach Strecke, Streckenführung, wie auch immer. Wir dürften auf der sauberen Seite sein, Frosch im Hals. Oh, also dürfte alles gar kein Problem werden. Ja, wir sehen es. Wir stehen auf der sauberen Seite. Der Williams von, oder mit, eher gesagt, mit Felipe Massa hier auf der dreckigen, auf der 2. Dahinter war, glaube ich, Alonso und Jenson Button. Leider nur 8er. Schauen wir nach hinten. Ja, Alonso, die beiden Williams sehr stark. Und da hinten sehe ich einen Mercedes, der sehr weit hinten. Also die Ampeln gehen alle an. 5 Ampeln sind hier an und der Rennstart ist erfolgt. Oh, wir kommen nicht so gut. Ganz sauber weg, aber der Williams anscheinend auch nicht viel besser. Eventuell gerade, weil er eben auf der dreckigen Seite starten musste. Ich sehe das da auf der Streckenkarte. Richtig große Rangelei. Wir haben jetzt ja einen richtig großen Vorsprung, weil halt eben die anderen Kandidaten, die hier eventuell auf Sieg fahren, nicht so gut weggekommen sind. Also hier alles sehr, sehr sauber bei uns am Start weg. Das ist immer sehr schön. Und jetzt, upsala, die Reifen erstmal nochmal ein bisschen auf Temperatur bringen. Natürlich wurden die da vorgeheizt, aber das reicht natürlich nicht. Ja, das reicht nicht. Die müssen richtig arbeiten. So, Curbs immer noch meiden, auch im Rennen. Ja, ich habe es ja schon in der Qualifikation erklärt. Die Curbs sind halt hier eben halt künstlich in dem Sinne. Also nicht wie auf anderen Rennstrecken, wo die halt einfach zur Strecke so wirklich dazugehören, sondern die werden hier wirklich ausgepackt und hingelegt und befestigt. Daher sind sie deutlich höher als auf anderen Strecken. Es soll natürlich auch dazu dienen, dass man eben nicht so abkürzt, ja, so nah an den Wänden vorbei abkürzt, so wie hier halt. Dadurch möchte man halt die Kurvenvariationen ein bisschen, ja, ich sag mal, persönlich machen. In dem Sinne, persönlich. Also, klar, ihr habt es hier gesehen, diese Schikane, da könnte man geradeaus durchplästern sonst, wenn diese Curbs dann nicht so weit in die, ja, Kurve, sag ich mal, ragen würden. Deswegen sind die auch ein bisschen höher, damit man halt eben drumherum fährt schön und gezwungen ist, drumherum zu fahren. Finde ich persönlich auch deutlich besser, dass man wirklich gezwungen ist, drumherum zu fahren und nicht so wie hier jetzt zum Beispiel, gibt es ja viele Strecken mit solchen Curbs, einfach drüber plästern kann. Es macht ja auch ein bisschen was aus. Auch hier, ja, man muss hier überall schön drumherum kurven und so weiter und so fort. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Das Ganze, diese Art und Weise, auch hier, ne, hat man diese Kurve bewusst enger gemacht. Eben, weil es sonst eine sehr, sehr weite Kurve gewesen wäre. So, schauen wir mal, wie sieht es denn aus nach einer Runde? Alonso auf der 2, Hamilton konnte sich ganz stark auf die dritte Position nach vorne fahren. Der ist ja deutlich weiter hinten gestartet. Ich glaube auf der 6, auf der 7, irgendwie sowas um den Dreh, meine ich mich erinnern zu können. Da die gesamte Ausstellung weiß ich natürlich nicht immer auswendig.
aber irgendwie sowas war da. Aktuell, wie man unschwer erkennen kann, liegen wir hier in Führung. Wir haben gerade keinerlei Probleme, aber das ist so typisch F1. Ja, der Führende fährt erstmal ein bisschen vorne davon. Ja, dann kommt irgendwo mal der zweite und drittplatzierte und der Rest des Feldes ist im Grunde schon fast Peng. Ja, irgendwie finde ich, also dieses Gefühl habe ich immer bei den Formel 1 Übertragungen. Ja, der Führende, so wie jetzt auch in Monaco, hatten wir das, ja, da ist der Führende, oder lange mal so, wir haben Action am Start, ne, und danach, so nach zwei, drei Runden ist halt so der Renntrim drin. Ja, und da passiert erstmal nicht viel. Ab und zu kommt mal eine Meldung von dem Fahrer, ich habe ein bisschen Probleme mit den Bremsen oder keine Ahnung, irgendwie sowas, ne, wird dann ab und zu mal halt durchgegeben. Dann kommen halt die Boxenstops, die sind halt auch relativ unspektakulär geworden, meiner Meinung nach. Eben auch, weil man nicht mehr nachtanken muss. Ja, und dann geht das Ganze so vor sich hin. Entweder passiert was, gibt es einen Unfall oder ein Überholmanöver oder halt auch eben nicht. Aber das Rennen, finde ich, ganz persönlich in der Formel 1, das vegetiert immer so vor sich hin. Ja, also der Rennstart erfolgt. Ja, und danach wird einfach nur noch gefahren. So, es passiert relativ wenig. Meistens ist so, wie ich jetzt hier, der Führende vorne. Und dann gibt es halt eine Lücke zum Zweit- und Drittplatzierten. Ne, wir haben es ja in Monaco gesehen. Da war ja schon eine relativ große Lücke. Auch Vettel hatte da nicht so eine gute Chance, an Hamilton ranzukommen. Und der ist dann halt auch die ganze Zeit hinterher gefahren. Und ja, so wie das halt eben so in der Formel 1 ist. Deswegen, ich persönlich, ich spiele Formel 1 Spiele sehr gerne, weil es ist halt Formel 1, es macht halt Spaß. Die Codemasters Spiele sind halt meiner Meinung nach gut geworden oder haben sich, sag ich mal, sehr gut entwickelt. Aber deswegen, Formel 1 gucken finde ich halt aus diesen Gründen extrem langweilig. Gerade eben, weil, ja, das meistens mit dem Führenden so ist. So, und wenn wir jetzt mal schauen, Fernando Alonso konnte, wie auch immer, jetzt die Lücke schließen. Eventuell sollte ich mal wieder ein bisschen zulegen. Ich fahre vielleicht gerade ein bisschen sehr sicher und langsam. Ich möchte halt auch das Team hier nicht enttäuschen und das Auto hier zerlegen. Ich meine, das kann jedem mal passieren. Also das ist nicht unüblich. Ich erinnere 2008 Kimi Räikkönen, ne, im allerersten Rennen hat sich auch das Auto zerlegt in dieser Linksschikane mehr oder weniger, ja, wo dann noch diese Schikane in der Linkskurve drin war, wo man ganz kurz das Lenkrad gerade stellen musste, glaube ich. Die wurde ja jetzt entfernt, auch, ich weiß gar nicht, letztes Jahr schon oder in der letzten Saison. Nee, müsste ja dann die nicht 2013er, sondern nicht 2014er, sondern glaube ich in der 2013er Saison wurde die, oder zur 2013er Saison wurde, glaube ich, diese, ja, Schikane entfernt, weil man halt eben gemerkt hat, irgendwie ist das nichts. Es ist dann doch sehr doof. Die wurde ja dahin gemacht, um eben für Sicherheit zu sorgen, damit man nicht so schnell durch diese Kurve kann. Ja, aber irgendwie hat es, glaube ich, genau das Gegenteil bewirkt, weil es halt eben auch sehr schwer war und sehr gefährlich. Mein Geschmack. Aber gut, so ist das. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ja, das war zum Thema Formel 1 im Fernsehen. Ich persönlich, nach dem Rennstart vegetieren die Rennen so vor sich hin. Ja, das ist sehr, sehr langweilig. Und wenn ich mir dann noch, weil ich gucke ja auch auf RTL, dann Sky habe ich auch nicht. Ich habe zwar die Möglichkeit, aber ich habe nicht Lust für, wenn ich woanders bin oder so, für Formel 1 Sky Go auszupacken und so. Lohnt sich, finde ich, gar nicht. Deswegen, also ich finde dann, dazu kommt noch, ja, nicht nur, dass das Rennen langweilig ist, dass doofe Gerede, ich finde es ganz ehrlich richtig doof, das doofe Gerede teilweise von Heiko Wasser und Christian Danner. Ne? Aber gut, in dem Spiel hier ist es irgendwie nicht so schlimm, weil da macht man ja selber was. Ja? Also ich fahre ja jetzt hier selber vorne weg. Ja, von daher, das ist ein bisschen was anderes, das macht ja dann Spaß. Aber dabei zuzugucken, boah, wie der Hamilton oder der Rosberg da vorne wegfahren, finde ich mittlerweile persönlich sehr langweilig. Ja, ich finde Formel 1 langweilig. Ja, ich weiß nicht, seit welcher Saison kann man das denn jetzt festmachen? Keine Ahnung. Ich erinnere mich nur noch an die Saison, in der Vettel einen Weltmeistertitel, glaube ich, in Abu Dhabi erst bekommen hat. Im letzten Rennen gegen Alonso. Das war 2009, 2010. Wo er ja nochmal einen richtig heftigen Motorschaden hatte in... wo war es denn? In Yeongam, oder wie das ausgesprochen wird. Das fand ich, war noch eine sehr spannende Saison. Alles andere danach war halt sehr langweilig.
weil da eben halt auch die Dominanz von Red Bull kam. Das gleiche haben wir jetzt mit Mercedes. Und deswegen, ich persönlich finde die Formel 1 nicht mehr interessant. Und meine Meinung ist, man müsste irgendetwas ändern. Also spielen und so tue ich sehr gerne, aber gucken geht für mich persönlich gar nicht mehr. So, ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu abgeben, was ihr davon haltet, über irgendwelche Änderungen oder keine Ahnung, ob ihr das so seht wie ich mit dieser Langeweile, dass das der Rennstart ist halt sehr interessant, ne, mit eventuell mal einem Unfall und danach vegetiert das Rennen halt hin und man wartet im Grunde nur noch auf die letzten paar Runden, ob da nochmal irgendwie ein bisschen Action ist. Ansonsten gewinnt halt der ja, von der Pole Position gestartet ist. So ist es ja aktuell meistens. Ihr könnt gerne dazu eure Meinung in die Kommentare packen oder ich sag mal so, es ist sehr, sehr gerne gesehen, wenn ihr dazu eure Meinung in die Kommentare packen würdet. So, zurück jetzt zu unserem Rennen. Da habe ich mich jetzt sogar verbremst. Seht ihr mal, so schnell geht das. Ja, zurück zu unserem Rennen. Fernando Alonso immer noch auf der 2. Hamilton ist ihm auf den Fersen, auf der 3. Eventuell hat er ja die Möglichkeit, beim Boxenstopp zu überholen. Ja, man weiß es ja nicht. Eventuell schafft er das. Unsere Reifen sehen auf jeden Fall sehr gut mitgenommen aus. Das kommt halt auch eben durch diesen Textur-Mod, den ich halt habe. Sieht sehr, sehr schön aus hier, der Reifenverschleiß. Also wenn ihr mal auf die Reifen schaut, sieht auf jeden Fall sehr, sehr schick aus. Ich finde, das sieht gut aus, besser als im Original. Und ja, also mehr muss man dazu gar nicht sagen. Guckt euch das mal an, die Reifenabnutzung sieht richtig gut aus. So, wir haben 2,7 Sekunden Vorsprung gerade auf der Start-Ziel-Linie gehabt, beziehungsweise beim Überfahren der Start-Ziel-Linie. Jetzt habe ich leider nicht gehört, was der Ingenieur gesagt hat. Der ist nämlich immer sehr leise, wo ich gar nicht weiß, warum das so ist. Keine Ahnung, habe ich nie gelöst bekommen. Es ist einfach so. Ja, 2,7 Sekunden oben links, könnt das nochmal nachvollziehen. Und ja, Alonso hat Hamilton 0,3 Sekunden direkt im Nacken. Also die beiden kämpfen da auch schon immer mit DRS und allem so im Schnick und Schnack. Davon bekomme ich eigentlich relativ wenig immer mit, weil meistens sind wir entweder vorne und führen oder ich bin halt nicht Erster, habe zwar einen vor mir, aber komme nicht in das Zeitfenster von einer Sekunde. Ich glaube, heute werden wir kein DRS brauchen, beziehungsweise wir werden es gar nicht benutzen können, weil wir dieses Rennen hier wahrscheinlich ja vom Start weg gewinnen werden. So, vergiss deinen Boxenstopp nicht. Ne, ganz bestimmt nicht. Den vergesse ich ganz bestimmt nicht. So, 3 Sekunden, ja, 3,7 oder 2,7 hatten wir gerade. Habe ich schon wieder vergessen, seht ihr mal. Aber es kommt doch, glaube ich, immer auf den Sektor an. In dem einen Sektor kann ich ein bisschen schneller mit meinem Auto als der Ferrari. Ansonsten kommt er wieder ein bisschen ran. Darum ist das immer so plus, minus, null. So, Boxeneinfahrt. Die finde ich hier nämlich auch sehr, sehr tricky. Ich weiß gar nicht, ob die schon immer so war. Ich meine ja, ne? Nur die Boxen, oder? Ne, die Einfahrt war, glaube ich, nicht schon immer so. Bin ich mir aber jetzt auch nicht sicher. Ich glaube, die war mal anders, oder? Naja, wenn ihr es wisst, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare packen. So, hier seht man nochmal den schönen Reifen. Ja, habt ihr gesehen, die schöne Verschleißtextur. Und ja, hier sind einige Teams, die warten schon. Unter anderem Toro Rosso, Williams, Ferrari natürlich. Ja, Fernando Alonso war drin in der Box. So, jetzt sind wir erstmal raus wieder und haben jetzt Kimi Räikkönen vor uns. So, das haben wir sehr schön hier gemacht. Vorsichtig bei der weißen Linie. Jetzt haben wir hier noch direkt einen Force India hinter uns. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt, dass wir so knapp vor Sergio Perez rauskommen, denn der hätte uns sicherlich nur wertvolle Zeit gekostet, wenn der vor uns gefahren wäre. Und das wäre ganz bestimmt in der Hinsicht auf das Duell hier Hamilton und Alonso wäre das für uns vielleicht nicht gut ausgegangen. Vielleicht hätte man da Zeit verloren, man weiß es nicht. So, neue Reifen, 7 Runden, 8 Runden haben wir noch zu fahren. Also 7 Runden haben wir, 8 Runden haben wir noch vor uns. Und das sollten wir schaffen. Das sollten wir schaffen. Ja, was wollte ich noch erzählen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht. Irgendwas hatte ich noch im Kopf. Ja, aber ich habe es jetzt leider vergessen. So kann es gehen. Schauen wir jetzt erstmal, dass wir die Reifen auf Temperatur bekommen. Wo haben wir denn die Temperaturen? Da haben wir sie. Ja, sind ja schon ganz gut dabei. Geht hier, glaube ich, ein bisschen schneller, weil der Asphalt hier aggressiver ist. Ist ja eben Straßenasphalt. Ist kein
Asphalt, der auf die Rennstrecke gehört, daher auch aggressiver, deutlich dreckiger die Strecke auch durch die ganzen Autos und so und alles, ne, was hier halt so rumfährt. Natürlich wird die Strecke gesäubert, aber sobald man von der Ideallinie abkommt, das ist Dreck pur, der da hochfliegt. Liegt einfach daran, weil man das eben nicht mehr so sauber bekommt. Das geht nicht. Andere Rennstrecken, ja, da fährt ja dann höchstens mal eine Rennserie. Ja, da fliegt ein bisschen Gummi und hier und da. Ja, und das war's. Das wird gesäubert, fertig. Aber hier ist ja alles wirklich Staub und Dreck und so weiter und so fort. Deswegen ist das Ganze gar nicht mal so einfach sauber zu bekommen. So, Bottas hatte oder hat hier aktuell sogar die Führung. Oder aktualisiert sich das jetzt gerade noch nicht? Ich weiß es nicht. Oder er hatte gerade die Führung. Nein, Bottas hatte ganz kurz gerade die Führung. Jetzt sind wir wieder der Führende. Wir haben hinter uns Alonso und Hamilton. Also, wieder alles beim Alten. Hamilton hat es nicht geschafft, an Fernando Alonso vorbeizugehen. Wir sehen auf der Streckenkarte, da ist eine riesen Lücke. Also, da brauchen wir uns, sollte alles gut gehen, ja, da brauchen wir uns dann keine Sorgen mehr zu machen. Also, das läuft alles wie geschmiert. Ein Roboter. Das läuft alles wie geschmiert. Nein, alles wunderbar. Oh, hier vielleicht ein bisschen weit raus. Da habe ich mir, glaube ich, schon mal einen Flügel kaputt gefahren mit dem Sauber auch. Ich weiß nicht, ob das im Rennen war. In Monaco passiert mir das ständig. Also da werde ich auch niemals ein Rennen gewinnen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie viel Tapier hier jetzt in dieser Saison in Monaco geworden sind, wenn ich ehrlich bin. Haben wir das Ding gewonnen? Nee, gar nicht wahr. Wir sind ganz hinten rausgekommen, weil ich mir zweimal den Flügel kaputt gefahren habe. So war es nämlich, genau. Ja, Monaco ist wirklich gar nichts für mich. Da finde ich Singapur dann schon deutlich angenehmer, weil eben viel weitläufiger, ist auch eine schnellere Strecke für meinen Geschmack, also ja, und auch nicht so eng, also deutlich besser als Monaco. Monaco mag ich wirklich gar nicht. Da können sie alle sagen wieder, ja, Tradition, das beste Rennen des Jahres. Damit, mit dem Argument braucht man gar nicht mehr auflaufen, das Argument ist totgelutscht. Ja, ich finde es persönlich Quatsch. Überholmöglichkeiten gibt es in Monaco, ich sag mal, gegen null. Ja, da hat man kaum eine Chance. Da passen teilweise nicht mal zwei Autos nebeneinander. Was soll das? Tut mir leid, was soll das? Die sollen da fighten und Motorsport haben. Beziehungsweise in der Formel 1 und fighten. Haben wir ja sowieso kaum noch, aber macht das Ganze nicht besser. Und Argument von wegen, ja, Tradition, das ist total das Ausnahmerennen, gibt es in keiner anderen Rennserie, ist auch hinfällig und Blödsinn. So ein Rennen wie Monaco, ja, mit hier von wegen Stadtkurs, gibt es auch oder gab es, weiß ich nicht mehr, ob es das noch gibt, bei der WTCC in Macau. Ja, ist genau dasselbe, Macau sogar noch schwerer. Von daher, Traditionsrennen und so, braucht mir keiner mehr mitkommen. Nürburgring wurde auch gestrichen, ist auch ein Traditionsrennen, da hat auch keiner geheult. Also, von daher ist das Argument für Monaco Traditionsrennen, besonderes Rennen, blablabla, bla bla, gar nichts wert, gar nichts. Da muss man sich schon was Neues einfallen lassen. Und ich persönlich finde, es spricht mehr dagegen als dafür. Das Einzige, was vielleicht noch dafür sprechen könnte, wobei selbst das ist schwer, ne, selbst da wüsste ich nichts. Ja, was spricht dafür? Für Singapur spricht immer noch halt dafür, dass es eben halt noch bei Nacht ist. Ja, dass man hier halt eben eine sehr schöne Streckenführung auch hat, die ich in Monaco auch nicht gut finde. Ja, da ist nichts Tolles. Ja, das ist nichts Halbes, nichts Ganzes für mich. Also, vor allem, weil ich finde, in Monaco kann man nicht überholen. Und hier, schaut euch doch mal an im Vergleich. Ne? Die Strecke deutlich breiter, viele Kurven, die schön ineinander greifen. Und das hast du in Monaco halt einfach nicht. In Monaco ist halt, Monaco ist halt es ist für mich nichts. Aber gut. Ich glaube, das hatten wir schon ein paar Mal das Thema. Da bevorzuge ich lieber Singapur vor Monaco. Ganz eindeutig. Ansonsten Startstrecke haben wir ja keine mehr. Ja, doch so ein bisschen. Ein bisschen. Hier in Sochi. Das wirkt auch ein bisschen wie ein Stadtkurs, weil es halt eben ja, nur aus Beton besteht und Asphalt. Ist halt eine der neumodischen Strecken. Auslaufzone lässt grüßen, aber auch auf dieses Thema habe ich keine Lust mehr. Weil da haben wir, glaube ich, alle dieselbe Meinung. Das ist sehr schade.
So, 5 Runden haben wir jetzt noch vor uns. Wir haben nicht einmal das fette Gemisch betätigt. Wir haben, glaube ich, einen riesen Vorsprung vor Alonso. Ja, der beträgt jetzt 10 Sekunden mittlerweile. Also da dürfte eigentlich gar nichts mehr schief gehen. 5 Runden haben wir jetzt noch vor uns. Ich dachte, wir sind schon ein bisschen weiter jetzt, wenn ich das nächste Mal oben rechts drauf schaue. Aber da habe ich mich wohl geschnitten. Das war wohl nichts. Reifenverschleiß blenden wir jetzt mal ein. Sollte aber alles gut gehen. Ich kann ja jetzt ein bisschen das Tempo rausnehmen. Also im Sinne von nicht mehr so krass pushen. Ja? Das vielleicht noch als kleine Anmerkung. Nicht, dass ihr denkt, oh nein, der lässt sich jetzt einholen. Nein, nein, keine Angst, keine Angst. Ich schaue nur, dass ich vielleicht nicht mehr so übel pushe, wie ich es halt die ganze Zeit gemacht habe. Ja, 10 Sekunden fast Vorsprung. Oder er hat sogar, glaube ich, gesagt 10 Sekunden. Das ist schon richtig übel. Also das erinnert schon an Vettels beste Zeiten im Red Bull. Ja, also jetzt weiß ich, wie der Vettel sich gefühlt haben muss. Sehr, sehr einsam und sehr actionlos. Also gar keine Action. Aber es ist ja nochmal ein Unterschied. Was war das denn? Das sah böse aus. Alles in Ordnung? Ach du Scheiße, da fliegen wir doch tatsächlich ab. Was war das denn? Nochmal kurz in die anderen. Oh mein Gott, das darf doch nicht wahr sein. Was zur Hölle war das denn? Ach du Scheiße, ich sag gerade noch, ja, Vettel muss sich in seinen besten Zeiten, muss er sich konzentrieren. Und ich habe jetzt auch gar keinen Fehler eigentlich gemacht, ne? Ich bin ganz normal hier über den Curb, ja, man sieht es ja. Ja, und dann plötzlich hier, seht ihr, plötzlich geht das Heck einfach da weg. Hakt sich irgendwie so ein bisschen was ein. Konnte ich gar nichts mehr machen. War gar nichts mehr zu machen. Ja, das ist unser Ausfall in diesem Rennen. Das ist natürlich richtig bitter jetzt. Keine Rückblende und so, ich habe es ja gesagt. Aber nachvollziehen kann ich das nicht. Ja, wir sind ganz normal um diese Kurve. Wir sehen es ja auch an der Linie hier. Also an der Fahrspur. Ne? An dem Abrieb, Gummiabrieb. Wir sind auf der Ideallinie. Nehmen hier perfekt alles mit. Ja, fahre hier ganz normal über den Curve, wie immer. Nur hier auf einmal, klack, da sehen wir es. Irgendwas hat mein Heck da zerrissen. Ja, da konnte ich auch... Ich habe noch nicht mal mehr geschafft zu bremsen, glaube ich. Na, gucken wir mal eben. Habe ich es noch geschafft? Ne. Ich habe noch nicht mal mehr geschafft zu bremsen. Das ging ja... Wir können das mal nochmal in normaler Zeit. Das ging ja so schnell, da konnte ich ja gar nichts mehr machen. Ja, was soll man dazu sagen? Es ist verdammt... Scheiße auf gut Deutsch. Ja, hier, man hört es, der Motor dreht auf einmal dann auch hoch. Zack. Keine Chance. Somit ist das Rennen leider vorzeitig beendet. Hier sehen wir es nochmal. Tja. Das ist richtig übel. Gut, dann müssen wir das leider so hinnehmen, wie es ist. Wir haben gesagt, wir machen das so. Ja, wir geben das Rennen dann dementsprechend auf. Das Auto musste abgestellt werden. Ja. Ja, das sehe ich aber auch so. Also mein Teamingenieur nicht so begeistert. Ich kann nicht glauben, dass das passiert ist. Das ist eine Schande. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Vielleicht habt ihr ja eine Erklärung. Ich habe keine. Oder vielleicht auch einen Schaden irgendwie... Man weiß es nicht. Auf jeden Fall gewinnt Fernando Alonso. Hamilton irgendwie auch nicht mehr ins Ziel gekommen. Sogar noch vor mir ausgefallen, so wie es aussieht. Deswegen sind wir 21. Haben wir gar nicht mitbekommen, aber so ist das. Button wird 8er. Sehr enttäuschend. Fernando Alonso gewinnt also vor Rosberg und Massa Williams hier sehr, sehr stark. Und ja, so ist das. Gehen wir einmal kurz noch in die Wiederholung. Schauen uns nochmal den Start an. Da sind wir ja wirklich davon gefahren, noch mit den harten Reifen. Oh, was ist das denn? Das war... Ach, hier die Lampe, die blendet so. Da haben sie aber nicht schön ausgerichtet. Direkt auf die Kamera. Direkt auf die Kamera. Also hier der Rennstart. Ja, schade, dass wir nicht im Feld sind. Sieht ein bisschen doof aus hier. Wenn man das Ganze jetzt pausiert, sieht ein bisschen doof aus, wenn man da so vorne wegfährt. Aber gut. So ist das. Tja, da kann man dann auch nichts mehr machen. Ich würde sagen... Wir gehen in die Tabelle, 230 Punkte, so langsam wird jetzt die Luft dünn, also nur noch 20 Punkte Vorsprung, das ist nicht mal ein Rennsieg, das ist nicht mal ein Rennsieg.
Also das ist, nein, Quatsch, das ist ein Rennsieg, Unterschied nur noch. Sollte Rosberg da 25 mitnehmen und wir gehen nochmal leer aus, oder er muss ja nur 20 mitnehmen, dann zieht er gleich. Und ja, wir müssen jetzt auch mal auf den Rennkalender schauen zusammen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Rennen noch sind, aber wir sind so im, ja, Richtung Ende der Saison. Natürlich hier alle enttäuscht. Was das war, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich konnte gar nicht mehr reagieren. Ich habe es auch überhaupt nicht mehr geschafft, die Bremse zu benutzen. Da war gar nichts mehr. Das war ein Bruchteil von Sekunden. Da war das Auto kaputt. Da ging nichts mehr. Da ging nichts mehr. So. Ja, wir sehen es. Japan. Hier. Also Japan. Also Suzuka. Sochi. Dann haben wir noch diese tolle USA-Strecke, die ich gar nicht mag. Brasilien. Sao Paulo. Und dann das Finale der Saison. Wir haben gefühlte 63.000 E-Mails. Ist aber auch egal. Noch zwei Vertragsangebote von KTM und Marussia. Da muss ich auch unbedingt Ja zu sagen. So, jetzt gucken wir mal. Kann man irgendwo das einsehen mit dem Profil? Moment mal. Zur Session gehen. Streckeninfo, Kalender. Nee, kann man, glaube ich, nicht so, wie es aussieht. Schade. Also, hier seht ihr nochmal die Tabelle. Ja, es sind nur noch 20 Punkte Unterschied. Es sind nicht mehr viele Rennen. Wir haben ja gerade geschaut. So muss ich ja machen. Wir haben ja gerade geschaut, es sind noch 1, 2, 3, 4, 5 Rennen und nicht mehr viel Zeit bis auf 2015. Beziehungsweise wir müssen mit diesen 5 Rennen noch diesen nächsten Monat irgendwie voll bekommen. Also nicht wundern, wenn wir ab und zu nochmal eine Lücke lassen und mal keine Folge F1 haben. Das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Das heißt einfach nur, dass ich es strecken möchte in den Juli. Ja, einen ganzen Monat müssen wir rumkriegen. Ja, nichtsdestotrotz kann man dazu nichts mehr sagen. Es ist passiert, wie es passiert ist. Tja, ich bin sehr, sehr verwundert. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Schreibt mir eure Meinung zu dem Thema mit der F1, dass die Rennen halt vor sich hin vegetieren oder nicht, was ihr davon haltet, was man eventuell machen kann oder könnte. Fände ich ganz interessant. Ansonsten Daumen nach oben, Abo dalassen, wenn ihr noch keins dagelassen habt und ihr die restlichen 5 Rennen der Saison inklusive Training und Quali-Sessions komplett sehen wollt, dann, wie gesagt, abonnieren an dieser Stelle. Ja, Daumen nach oben. Ansonsten, ja, schaut beim nächsten Mal wieder rein. Ich bin raus, euer Dero. Macht's gut, bis dann. Ciao.